So, seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, und ja, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Best-of Zwergenfürst-LP. Ja, der August ist schon ein bisschen überfällig, also das Best-of für den August kommt ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Also, ja, würde ich mal sagen, sag ich nicht so viel dazu. Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet und fühle mich ein bisschen beschissen dementsprechend. Ja, also legen wir gleich mal los. Also, ja, es gibt viel zu sehen. Vieles gab es im August auf meinem Kanal zu sehen. Ja, Pokémon Y. Das ein oder andere Unboxing habe ich auch noch mit dabei. Ich glaube, es waren zweier. Ja. New Super Mario Bros. Das ist neu dazugekommen. Zwar schon im Juli ein bisschen, aber ja, Tomodachi Life gab es ganz gute Parts. Also da haben mir einige gefallen. Also ja, auch ganz viele Websites, Videos. Batman 300 zum Gotham nicht zu vergessen. Ja, Star Wars Lego, das Erwachen der Macht ist dazugekommen. Ja. Vieles Neues. Ja, schaut es euch einfach an. Ein neues Intro. Ja, mit professioneller Beatery-Musik. Ja. Die Monetarisierung ist dazugekommen. Ja, meine Videos können nun geplant werden und zu vorproduziert werden und an dem geeigneten Zeitpunkt dann hochgeladen werden. Ja, dazu könnte ich vielleicht noch kurz sagen, AdSense-Konto habe ich noch keines eingerichtet. Ja, das liegt daran, dass, ja, muss ich jetzt also ausschweifend jetzt vielleicht nicht erzählen, weil ja, das nimmt schon ein bisschen Zeit an. Dann ist einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür, mit YouTube Geld zu verdienen. Ja. Das reicht vielleicht mal erstmal jetzt. Ja. Also. Dazu später nochmal ein Video. Also, jetzt hau ich hier erstmal das Best-of rein und ja. Hab viel Spaß mit den besten Clips aus dem Monat August. Ja. Dann bis zum nächsten Let's Play. Mit dem Zwergenfürst, ja. Gib diesem Video auch ein positives Bewertungchen, wenn es euch gefallen hat, haben sollte. Ja. Ansonsten, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ja. Und ja, schaut euch mal die ganzen interessanten Videos auf meinem Kanal an. Ja, nice. Los geht's, würde ich mal sagen, direkt. 3, 2, 1. Ja, heute soll es hier nicht um mich gehen, sondern John Cena! Darum. Okay, los geht's. Ich renn los. Ja, kann ich zeigen? Kann ich zeigen hier? Kaffee. 3 Minuten 50. Gut, los geht's mit dem Let's Play. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht für den 3DS. Wuhu!
Samstags habe ich dann ja keine Schule. Ja. Außer es ist mal ein Tag der offenen Tür oder sonst ein Anlass, wo wir in der Schule gezwungen werden. Meine Damen und Herren, ich verkünde nun den Gewinner. Bam! Gewinnt mit 67.100 Münzen, wenn ich das in echt Geld hätte. Ja. Lego, Star Wars, das Erwachen der Macht für den 3DS. Das Erwachen der Macht für den 3DS. So, auch für dich ein Lachs, Müllerin. Was heute den Lachsmüllerin-Tag? Ich werde heute ganz viel Lachs verteilen. Heute ist Lachstag. Lachstag. Ich brauche einen mit G. Mit G bei Lachs und CH beim. Ein Hut willst du haben. Level 1: Angriff auf Jakku. Luke Skywalker ist verschwunden. Die finstere Erste Ordnung ist aus der Asche des Imperiums emporgestiegen und wird nicht ruhen, bis Skywalker, der letzte Jedi, vernichtet wurde. Unterstützt von der Republik führt General Leia Organa den tapferen Widerstand an. Sie will unbedingt ihren Bruder Luke finden und mit seiner Hilfe Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis wiederherstellen. Leia hat ihren mutigsten Piloten auf geheimer Mission nach Jakku entsandt, wo ein alter Verbündeter einen Hinweis auf Lukes Aufenthaltsort entdeckt hat. Punkt, 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 Punkt. Ja, die vier Punkte sind natürlich wieder Charakteristik. Muss ich jetzt hier irgendwie durch einen Kamin klettern oder? Hä? Ich kenne das aus Pokémon Heartgold. Da musste man, glaube ich, in einer Arena irgendwie bestimmte Sachen aktivieren, um zum Trainer zu kommen. Aber hä, das ist hier ein kleiner Raum hier. Das ist hier irgendwie, ich sehe hier gerade irgendwie ein bisschen rot für die Mission, das ist. Wow, what? Scheiße, was war das? So, da sind wir wieder in, ja, Lego City und klauen jetzt direkt mein Auto und fahren damit los. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch wieder mit diesem kleinen Part. Ja. Ja, Angst. Oh, cool. Na gut, dann nutzen wir das mal, ja. Ihr habt im letzten Part gesehen, wie ich das versucht habe, dann ja, kann das jetzt mal Luigi für mich machen. Ich bin da jetzt niemand, der sagen würde, dass also meine Ehre ist dadurch verletzt, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Schafft mich schon ein bisschen. So, danke Luigi. Ja, jetzt geht's weiter. Danke. Bist du immer eine große Hilfe, Luigi? Darfst auch jetzt mal zusehen, wie die Prinzessin entführt wird. Also nur Bürojob. Ein Bürojob. Ja. Wenn ich Ihnen sage, der macht Videos. Was macht der? Müssen wir Ihnen das glauben? Was würden Sie den gerne als Verwandten haben? Nee, Sie den, nee. Dann spielt bestimmt Minecraft oder sowas. Minecraft, ja, das ist. Das trifft, glaube ich, die Trefferquote ziemlich. Kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Geil. Geilomat, das ist. Himbeermarmelade, das ist so geil. Mein Traum. Naja, Nutella wäre ein bisschen besser, aber. Na gut, man kann ja hier alles haben. Durch die ganze Propo hier, das ist.
das mega neue Spiel und sowas, die ganzen Trailer, die hier präsentiert werden, die neuen Pokémon und sowas. Sowas finde ich halt. Irgendwie nicht so toll, das schwächt die Erwartungen von mir irgendwie ein bisschen ab. Also, das ist für mich der Reiz an einem Spiel, dass ich ein neues Spiel finde und die Starter-Pokémon selbst entdecke und die legendären Pokémon selber entdecke und entdecke, dass es da bald keine Arenen mehr gibt und sonst was, was dort alles so gesagt wird, das will ich alles selbst in meinem Spielverlauf herausfinden. Oh, das ist die schwerste Frage der Welt. Es gibt so viele geniale Spiele. Ich würde sagen, aktuell ist es wirklich. Ich frage den Zwergenlord auf Twitter. Stellt auch gerne wieder eure Fragen für den nächsten Monat, für das nächste Video von mir. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Monat wieder. Hoffentlich im Hashtag fragt den Zwergenlord Video. Habt noch eine angenehme fröstliche Zeit. Ja. Bis denne und ciao, ciao. Adios. Haut rinne. Moment. Warte, gleich kommt's. Hier. Community. High five. 3, 2, 1. So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadim zu einem kleinen, ja, Informationsvideo. Weniger gesucht. Oh Mann! Highscore 9! Das schaffe ich nie wieder. Red Nose Day mehr. Was?